Mahlzeit. Ich begrüße euch direkt aus dem Spreewald. Ich bin gestern schon hier angekommen, werde eine Woche hier bleiben. Ich schlafe in so einer kleinen Hütte auf einem Naturcampingplatz. Na, das ist wirklich mitten im Spreewald. Ich werde es auch mal unten verlinken, falls jemand mal hierher kommen möchte. Ich werde ein bisschen mit dem Kajak unterwegs sein, ein bisschen wandern gehen. Ja, auf den vielen Wegen und Wasserwegen vor allen Dingen, die es hier gibt. Ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen und wünsche euch viel Spaß dabei. Sehr schöne Landschaft hier. Bin ich mal wieder kurz auf der Hauptspree. Ja, also man kann ja wirklich kreuz und quer fahren, wie man möchte. Wo Höhenunterschiede sind, das sind überall Schleusen. Da sind wir auch gerade schon durch eine gefahren. Jetzt sind wir wieder an einer Schleuse. Mal einen Euro verdient. Nicht schlecht. Schöne Fahrt. Ich habe jetzt die erste Tour mit dem Boot gemacht, eine relativ kleine Runde. 4 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Ja, jetzt habe ich richtig krass Hunger, jetzt laufe ich mal vor in die Stadt und da gibt es jetzt erstmal was zu essen. Ja, war auf jeden Fall lecker, jetzt geht es zurück zum Campingplatz. Allgemein bin ich auch sehr begeistert von der Gegend hier, muss ich sagen. Ich war ja vorher noch nie hier. Ist auf jeden Fall alles schön. Ich bin jetzt knapp über 20 Minuten nach Lübben gefahren. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen spazieren. Ein altes Freibad entdeckt mitten im Wald. Das ist geil hier. Zwei riesen Becken.
kleine schöne Bootsrunde am Abend, um den zweiten Tag ausklingen zu lassen. Jetzt wird eine große Runde gelaufen durch Lübbenau und dann Richtung Lede. Mal sehen, was es so zu entdecken gibt. Thank you.
Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch bei dem Video. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.